grüße euch, herzlich willkommen zum Video. Heute gibt es so ein Gräser-Video und zwar, wir haben ganz tolle Ständer gekriegt, in die man jetzt so Gräser mit einarbeiten kann. Und ich finde das eigentlich ganz schön, weil man da so ein bisschen so minimalistisch arbeiten kann. Und das eigentlich eine ganz schöne Deko werden kann. Ich habe mir jetzt also einiges vorbereitet und bin jetzt schon ein bisschen so in diesen braunen Cremetönen. Also es geht schon ein bisschen in den Herbst rein. Der eine oder andere macht sich jetzt einfach schon Gedanken für die nächste Deko, die er dann macht. Und das sind jetzt die ersten Sachen, wo ihr euch jetzt dann schon inspirieren werdet. Als Läufer hätte ich jetzt so einen Fellläufer zum Beispiel, der ist jetzt auch ganz neu. Oder so einen Gräserläufer, den finde ich jetzt auch ganz schön. Da ist jetzt halt außen, hat der jetzt das Rot mit drauf. Und dann gibt es ihn noch in dem hellen Beige, was mir jetzt auch ganz gut gefällt. Ich lege es jetzt einmal mit dem hin. Am Schluss zeigen wir euch noch die Deko nochmal im fertigen Zustand mit den verschiedenen Läufern und ihr könnt euch dann entscheiden, was euch am besten gefällt. Da würde ich jetzt also verschiedene Gräser einarbeiten. Da habe ich jetzt schon mal eins drin. Also ich finde das jetzt ganz schön, wenn man da so eben so ganz minimalistisch so einzelne Gräser einarbeiten kann. Oder jetzt da so ein Getreide. Da kann man wirklich einfach bloß mit ein paar Halme ganz eine schöne Deko zaubern. Da haben wir jetzt noch eins. Und das ist jetzt eben auch dann wieder so schön, wenn man das jetzt so an, an der Wand irgendwo stellt, dann hat man da jetzt auch so ein schönes Schattenspiel. Und das ist eigentlich immer ganz schön dann, weil das einfach nur mal so eine Dekoration zusätzlich ist. Und ich nehme jetzt da einfach diese Stiele her, die ich da abschneide, und die tue ich jetzt da noch mit dazu und dann hat das auch noch mal mehr Halt. Dann hätte ich noch was Grünes, so dazwischen da. Jetzt natürlich auch da noch mal ein bisschen was Grün sein. Oder? Und das dort eben so. So stellen. Und eben dann diese, dann einfach mal so dazwischen drin so ein Kerzenleuchter hingestellt. Das dort ein bisschen versetzt immer wieder. Da kommen jetzt natürlich so diese langen Kerzenräder und das da wird jetzt dann nur mal zum Beispiel so dekorieren mit ein paar Kürbis. Dann haben wir da auch so ganz schöne Blätter. Immer wieder so Höhen und Tiefen machen, wie ich eigentlich immer sage, dass man einfach, dass das nicht in einer ganz strengen Reihe ist, sondern dass das einfach sich ein bisschen so abwechselt. Und ja, da kann man jetzt dann schon den Kürbis vielleicht ein bisschen nach vorne setzen. Und ja, trotzdem der Kerl her. Und dann da vielleicht noch mal ein paar Windlichter. Die kommen jetzt auch noch mit einer. Da haben wir jetzt dann zum Beispiel diese Lichter wieder drin, wo man dann so von
von hinten her dann auch nochmal beleuchtet. So, da muss man sich jetzt einfach nur mal so lange Kerzen vorstellen drin. Und das war jetzt für mich so die erste, ja, herbstliche Deko in diesen Brauntönen. Einfach so das, wo wieder Ruhe reinbringt und ja, wo man einfach Lust macht auf die nächste Jahreszeit. Also, wir dekorieren jetzt das nochmal um, wir machen das nochmal mit dem Fell. Ich stelle es nochmal ein bisschen anders her und das könnt ihr euch dann auch nochmal anschauen. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Anregung gekriegt. Diese Ständer sind wirklich toll, ich finde es ganz schön und kann mir die jetzt auch für die nächste Jahreszeit, die dann wie Weihnachten ist, auch nochmal ganz gut vorstellen, weil da kann man dann natürlich auch nochmal ganz schöne Sachen reinmachen. Aber jetzt reden wir mir jetzt einfach vom Herbst und ich finde den Herbst total schön. Das ist einfach eine Sehne. Ja, die Blätter färben sich so schön. Und man, also ich liebe einen Herbst, hoffe, dass wir einen schönen Herbst haben und wünsche mir es uns jetzt einfach. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.